vorsichtig jetzt natürlich beobachten. Keine übereifrigen Bewegungen, es sind sogar fünf übereifrige Bewegungen. Okay, die laufen los, die laufen los. Also entweder die haben jetzt gefunden, wo ich baue, oder ich, was ist hier hinten? Nee, ist ein Baum, okay. Ein bisschen Deckung gehen. Ein Stick aufsammeln währenddessen, können wir schon mal. Ja, ich gehe mal davon aus, was die gefunden haben, was ich da gebaut habe. Weil das kann man nicht mehr als Routine jetzt abtun, dass die dahin laufen. Haben die schon krass gute Augen, wenn die das von dahin sehen. Vergiss dich, du Vogel. Das heißt aber auch, wir können da nicht bleiben. Ich werde das trotzdem zu Ende bauen, damit wir dann Nacht im Zweifelsfall schlafen können. Und dann verpisse ich mich auch schon wieder. Okay, ich glaube, ich komme zurück. Bin, glaube ich, ein bisschen nah dran hier. Mal ein Stück zurück. War ja, wie gesagt, nicht gefunden werden. Oh Gott, Leute, übertreibt doch nicht immer. Da ist noch eins. Das hier ist das vom Loading Screen. Ach, vom Startbildschirm. Ist das Gute werden? Nein. Wusste ich doch. So, wo sind unsere Freunde denn? Hingelaufen jetzt. Sollte man natürlich nicht tun, die aus den Augen lassen. Da vorne, okay. Wunderbar, die gehen einfach nur zurück. Wenn die außer Sichtweite sind, werde ich jetzt Holz abbauen. Definitiv. Und dieses verkackte Shelter zu Ende bauen. Ich könnte natürlich auch versuchen, so ein vorübergehendes Shelter zu bauen. Also wisst ihr was? Einfach mal zur Notlösung mache ich das jetzt. Auch ein paar Sticks für. Blätter auch. 26 Blätter, um genau zu sein. Sticks haben wir auch. Wunderbar. Gesser-Sticks. So, noch ein paar Sticks brauchen wir auf jeden Fall. Ach, hier sind noch mehr von den Teilen. Wunderbar. Die sind natürlich sehr geil. Die haben natürlich jetzt noch die ganze Deckung irgendwie weg von dem Teil, aber hey. Immer auf das Survival achten. Okay. Blätter. The Forest. Auf der Jagd nach Blättern. So, unsere Kumpels sehe ich auch schon nicht mehr. Für den Notfall baue ich jetzt, wie gesagt, erstmal dieses hier zu Ende. Das ist auch schön im Wald versteckt, obwohl das natürlich, wie ich hier in den ersten Folgen bereits erwähnt habe, sehr shit ist, im Wald zu bauen. Habe ich auch erklärt, warum. Ach, Gather Leaves, habe ich genug. Wunderbar, wunderbar. So, machen wir fertig da. Klasse, das sieht doch super schick aus. Erinnert mich so ein bisschen an so ein Survival-Teil. Das ist witzig, weil du Survival spielst, aber ihr kennt das doch bestimmt aus Filmen, wo so ein Sniper sich des Nachts in diese selbstgemachte Dingens da legt, Hütte. Und die wird man halt sehr schlecht entdeckt, weil halt diese Blätter da drum sind. Camouflage heißt das, glaube ich, müsste das. Das sind so. Die Urwälder sind jetzt wohl erstmal weg. Das ist jetzt meine Chance des Survivals, nenne ich es jetzt mal. Ich werde gleich auf jeden Fall noch ein Kaninchen oder. Ich glaube, ein Kaninchen haben wir gebraten. Was haben wir gebraten für den Kaninchen? Ja. Hol ich mir noch ein Kaninchen. So, wunderbar. Da haben wir noch einen zweiten Baumstamm. Wir sind ein wenig safer. Und ich glaube. Also, hier bleiben werde ich auf keinen Fall. Das tue ich. Ja, bestimmt. 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 Die haben jetzt da kampiert oder was? Bestimmt. Bestimmt. Jetzt habe ich fünfmal oder sechsmal bestimmt gesagt, aber ich sage es bestimmt gerne nochmal. Bestimmt. Wie haben die das denn jetzt gemacht? Meine Güte, als ob die gekämmt hätten auf mich. Und ich habe Hunger schon wieder gleich. Scheiße. Da ist einer. Okay. Ich
möchte euch bitten, mein Lager zu verlassen, sonst muss ich euren heiligen Baum entweihen. Okay, die hauen ab. Wieso sind die so lange da geblieben? Das irritiert mich dann doch schon. Der läuft los. Oh Gott. Wir haben gelernt, wenn die loslaufen, ist das kein gutes Zeichen. Und die ganze Zeit tröpfelt hier noch das Wasser. Als ob es gerade regnen würde, aber es regnet einfach nicht. Kann ich jetzt hier runtergehen? Das wäre Premium, ich hoffe. Aber ich will nicht riskieren, dass ich jetzt sterbe. Okay, bis hierhin läuft's glatt. Warum mache ich das jetzt? Okay, er macht's freiwillig. Er ist einfach runtergerutscht. Alles klar, hat funktioniert. Die haben mich auch wieder verlassen hier. Und die Sonne geht schon wieder gleich unter. Mein Gott. Wir haben jetzt natürlich hier unser Feuer erstmal wieder anzünden. So, ich werde jetzt noch was essen. Ja, doch. Nee, ich warte, bis ich komplett Hunger habe. Das ist natürlich sicherer. Ich gucke, ob ich jetzt noch was zu essen finde. Und dann werden wir die erste Nacht, ist das die zweite Nacht jetzt hier schon, draußen kampieren. Kampieren, ja. Und ist das ein Ureinwohner? Das ist mein übergängliches Shelter. Okay, also die Ureinwohner scheinen jetzt erstmal hier den Platz geräumt zu haben. Ist gut. Ja. Und wir merken uns auch, dass da hinten diese Höhle ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall merken wir uns das. Falls wir mal irgendwie eine andere Waffe kriegen, ich weiß nicht, ob man eine andere Waffe kriegt, werden wir natürlich ausnutzen, dass diese Höhle ist und gucken, eine Möhre will ich nicht, und gucken, was uns da erwartet, beziehungsweise was wir da ja, looten können. So, da ist ein Kanickel. Kanickel. Stellt die Ohren steif. Mein Gott, muss ich euch jetzt wieder jagen? Ja, ich muss sie wieder jagen. Bitte? Mal langsam gehen die mir echt auf den Sack. Wunderbar. Gesnackt. Wunderbar. So, ab ins Versteck. Es wird dunkel. Ich bin aber ziemlich guter Dinge, dass wir diese Nacht überstehen werden. Hoffentlich. Man darf sich ja hier nie zu früh freuen. Weil die ja hier schon wieder gestanden haben. Ich verstehe das gar nicht. Von wo soll man bitte dieses Camp sehen? Von wo bitte? Das Feuer scheint genau gegen den Felsen hier. Sprich, nach da dringt überhaupt kaum Licht, weil da ist auch ein Felsen. Naja, vielleicht können die auch zaubern. So, Feuer anmachen. Kann Nickel rausholen. Kann Nickel aufs Feuer legen. Wie viele Blätter habe ich noch? Das könnte in der Nacht sehr wichtig werden. 9. Okay, damit können wir zur Not das Feuer wieder anheizen. Gut, gut. Sehr gut. Okay. Der Sonnenuntergang sieht schon echt schick aus. Wenn es nicht pissen würde. Aber es pisst ja hier irgendwie immer. So eine wunderschöne Insel, auf der es immer anfängt zu pissen. Okay. Es ist jetzt gleich komplett dunkel. Und sobald die Sonne untergegangen ist, werde ich versuchen, ja, mich ein wenig hinzuhauen, ein wenig zu entspannen, mich auszuruhen quasi. Ach, das sieht aber echt gut aus. Respekt an die Entwickler, mit einer Alpha eine sehr schöne Sonne hinzubasteln, aber den Rest noch ein bisschen zu verkacken. Gut. Ich bin auch sehr froh, dass bei uns momentan alles so gut geklappt hat mit dem Bauen hier, weil ich von vielen gehört habe, dass wir zwar bauen können, aber es dann, also das Gebäude wird einfach nicht fertig. Die bauen alles rein an Rezepten, was sie da brauchen, Sticks, Loks, was auch immer. Aber das Gebäude wird einfach nicht fertig dann. Mein Mikro ist jetzt hier ein bisschen verrutscht, das muss ich aber kurz. So, ist das Mikro wieder richtig. So, ich gehe jetzt, ja, jetzt ist die Sonne weg. Jetzt gehe ich schlafen. Z. So, damit hätten wir jetzt auch gespeichert. Wunderbar, und es ist immer noch mitten in der Nacht. Ich glaube, die Sonne geht wieder auf, weil da auf dem Felsen gibt es das schon wieder. Wir wurden nicht erwischt, wir haben auch noch volles Essen. So, der Magen ist vollgeschlagen. Wir haben noch
Unser Lizard hier, den Lizard. Wir haben noch was zu trinken. Schokolade haben wir leider keine mehr. Aber wofür brauchen wir Schokolade, wenn wir eine Echse haben, die wir essen können? Hallo? So. Geht die Sonne jetzt auch auf? Ich werde mich jetzt gleich in diese Richtung mal schlagen und gucken, was uns da erwartet. Ich hoffe, dass ich irgendwie diese Yacht finde, weil das interessiert mich schon. What the fuck? Ja, was man da finden kann. Weil wenn es wirklich eine Leuchtpistole gibt, hey, wer will die nicht haben, wenn man damit Eingeborene abwehren kann? Ich meine, eine Waffe ist auch immer. Ach, da sind sie doch schon. Meine Freunde, die kommen bestimmt jetzt hier hin. Wenn die jetzt hier hinkommen, bin ich am Sack. Ich gehe mal hier ein bisschen schwimmen. Na, nach oben. So. Okay, falls sie jetzt da lang gehen, dann schwimme ich einfach hier weiter. Da kenne ich ja gar nichts. Die laufen da echt wieder hin. Ich verstehe das gar nicht. Als ob die da einen Patrouillenpunkt hätten. So, ducken wir uns hier erstmal hin. Das sind zwei Patrouillen. Da aus dem Wald kommt noch nicht marschiert. Als ob die. Die wissen noch, dass ich hier bin. Das kannst du mir noch nicht erzählen, dass sie das nicht wissen. Also ich bleibe jetzt hier drin, bis irgendwas passiert. Im Zweifelsfall erwischen die mich jetzt hier auf dem Wasser. Auf dem Wasser, im Wasser, unterm Wasser, was auch immer. Na, nicht schwimmen, nur hocken. Und die Sonne geht auf. Wo sind die hin? Da ist einer weg. Da rennt einer. Da rennt alle Leute. Wo rennt er jetzt hin? Das ist die Frage. Aber ich habe nicht das Geräusch gehört, dass die uns gehört haben. Da rennt zum zweiten. Fehlen noch vier. Drei. Fehlen noch drei. Leute. Genau die Situation hatten wir doch beim letzten Mal auch. Drei sind weggerannt und haben jetzt drei hier überrascht. Ich gucke einfach mal, ob die da sind. Wenn die da sind, dann. Wenn sie Stress wollen, kriegen sie Stress. Wir haben ein bisschen Armor. Vielleicht überleben wir das Ganze. So, hier scheint keiner zu sein. Freut mich ungemein. Oho, da sind sie doch, unsere. Hat der es nur geschrieben oder hat er uns gesehen? Huch, nicht so hochstellen. Ich glaube, die gehen heim. Das sind sogar vier. Dann waren es gerade sieben Leute, die hier schon wieder rumgelaufen sind. Sieben. Ach, hier kann man durch den Felsen gucken. Ist auch sehr schön. Gut, wir haben schon wieder auf dem halben Wege Hunger. Hat er mich jetzt gesehen? Der bleibt stehen. Okay, er geht weiter. Wie groß der ist, wenn er steht, aber der kann er sich fast hinlegen beim Sitzen oder was? Okay, jetzt laufen die auch weg. Gut. Ich werde das erstmal. Oh Gott, der kommt zurück. Sieht denn da gerade aus? Ha, ich bin hungrig. Klasse. Die laufen. Oder was ist eine andere Patrouille? Das wäre schon. Das sind nur drei. Ja, unsere Axt verschwindet hier mal mit Felsen. So, da vorne sind wir. Ich glaube, die haben uns hier gespottet. Jetzt bleiben die auch stehen. Okay, der geht weiter. Gut. Wenn die uns das gespottet haben sollten, werden wir auf jeden Fall Leine ziehen. Das tue ich mir bei Gottes Willen nicht an. Dass die jetzt hier immer patrouillieren und uns dann im Zweifelsfall noch erwischen.
Das haben wir schon im ersten Teil erlebt, wie das aussieht. Er ist einfach mal zerpflückt von denen. Ich bin ganz schön froh, dass sie das noch sehr schön zensiert dargestellt haben. Ich meine, die hätten hinstellen können, wie die uns fressen. Was sie ja offensichtlich tun. Nicht nur zu Koffer. Und das Geld hat auch immer wieder neu zu spawnen. Der Koffer hier ist immer noch der geilste. So. Der Koffer ist zu, ist ein neuer Koffer gespawnt. Machen wir mal auf. Vielleicht finden wir ein paar Snackies. Nee, Tennisball und Cloth. Tennisball, wir brauchen Tennisball, meine Güte. Das hat man doch schon geklärt, dass ich keinen Tennisball brauche. Nichts zu essen. Ja. Ach, ein Schokolade. Wunderbar, wunderbar. Den snack ich mir auch direkt. So, ich werde jetzt noch ein Kaninchen jagen. Ja, das werde ich mir dann braten. Dann suche ich noch ein weiteres, das ich dann mitnehmen werde. Und dann machen wir uns direkt mal auf den Weg, würde ich sagen. Und gucken, was uns in den Weiten dieses Waldes, dieser Insel erwartet. So, komm her, Kanickel. Jetzt finde ich natürlich keine. Ach, da ist noch eins. Na? Jee. Jetzt habe ich irgendwas aufgesammelt. Aber das Kaninchen ist entschwunden. Das hat sich mal kurz dünner gemacht. Da ist eins. Ja, entschuldigt, dass ich ein bisschen zu dämlich bin, diese Kaninchen jetzt zu töten. Hm. Leute, das tut mir echt leid. Ich will einfach nur überleben. Aber hey, das Kaninchen will nicht. Komm mal her. Ja, Mann. So, das gehe ich jetzt auch direkt braten. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ein Lizard habe ich ja noch dabei. Den können wir uns braten, falls irgendwas passieren sollte. Für den Zweifelsfall brauchen wir natürlich auch noch Sticks. Und hier ist noch ein Koffer. Den machen wir eben auf. Das ist auch komisch, dass alle Passagiere den gleichen Koffer haben, oder? Findet ihr nicht? Also ich finde das echt komisch. So. Ach stimmt, wir haben noch unseren... Hallo? Der macht... Das hält sich an wie Schritte. Wir haben noch unsere Molotov-Cocktails hätten gerade auf. Wir hätten uns also verteidigen können, falls sie uns angegriffen hätten. Haben wir zum Glück nicht, weil wir uns gut versteckt haben. Oder warum auch immer. Zünden wir unser Feuer im Wasser an hier. Ziemlich paradox das Ganze. So, nehmen jetzt das Kaninchen. Braten das jetzt. Über unserem kleinen Mini-Feuerchen. Ich gehe auf meinen Berg. Und halte Ausschau. Oh, oh, oh. Oho, oho. Leute, Ausschau halten. Nehmen doch dann doch nicht so ernst. Sind hier nämlich runtergefallen, obwohl kann man ins Wasser springen. Klasse. Okay, also zur Not ins Wasser fallen ist möglich. Eat. Wunderbar. Wunderbar. Ja, haltet auf euch irgendwo hin. So, wie versprochen, machen wir uns jetzt auf den Weg. Haben wir jetzt noch einen Snack? Ne, einen Snack haben wir natürlich nicht mehr. Immer an der Straße entlang. Beziehungsweise am Strand lang. Auch wenn das natürlich ein bisschen auffällig mit dem irgendwo dann ist, weil die ja wohl am Strand immer patrouillieren. Aber das Risiko gehe ich an, weil ich will einfach diese Yacht finden. Ist, glaube ich, auch ziemlich verständlich, dass ich diese Yacht finden will, weil, wenn, wie gesagt, wenn die Dauerschuss hat, also unendlich Munition, ist das ziemlich overpowered. Licht für den Toter. Und da liegt ein, das liegt ein Hai. Ist ja cool. Heißt das jetzt, dass es in dem Spiel auch Haie gibt? Der sieht aber ziemlich tot aus, meine Freunde. Kann aber nichts von abhangen und essen. Schade eigentlich. Auch da landen auch die Möwen drauf. Wunderbar. So, hier nochmal Flaschen mitnehmen. Was ist das da? Ach, hätte ich noch einen Toter. Okay. Also irgendwie sterben hier recht viele Eingeborene. Und hier liegt einer zerhackt. Körperteile kann man einsammeln. Ja, also das war ich nicht, ne? Vielleicht habe ich Schlaf gewandelt, aber ich war das, glaube ich, nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass das nicht war. So. Okay. Wir sind jetzt hier wieder im Wald. Was heißt wieder? Wir sind hier immer im Wald. Egal, wo wir hingucken. Wir gucken geradeaus aufs Meer hinaus. Dann sehen wir keinen.
Aber sonst sehen wir immer einen. Soll ich nochmal ein paar Sticks mit? Kann man immer gebrauchen. Habe ich irgendwie voll? Auch Sticks habe ich voll und Steine auch. Ups. Entschuldigung. Hier steht auch so ein Anbeterbaum. Ich habe das jetzt einfach mal Anbeterbaum genannt. Ach, da kann man auch durchgehen durch den Anbeterbaum. Weil irgendwie sah da so anbetungswürdig aus. Ich meine, der war mitten auf dem Berg da draußen. Einfach mal so. Der wird ja nicht ohne Grund. Also ich meine, welcher Berg wächst auf Stein? Ach, welcher Berg wächst auf Stein? Meine Güte. Heute hat es auch wieder härter. Ist es schon wieder spät geworden. Ich meinte natürlich Baum auf. Welcher Baum auf Felsen wächst? Ich meine, die brauchen neue Erde. Um ihre Mineralien daraus zu beziehen. Aber ja, wie gesagt, ich bin nicht der, der das Spiel in Frage zu stellen hat. So, wir finden hier auch nichts mehr gerade. Auch kein Spot, wo sich das Bauen jetzt lohnen würde. Ach, hier sind Pilze, die kann man doch schon mal essen auf dem Weg. Das ist cool. Wieso liegt hier eigentlich so Holzscheite rum? Die verstehe ich nicht. Als ob die Holz hacken würden. Die geben für mich noch keinen Sinn, aber das ganze Spiel gibt für mich noch nicht so einen Sinn. Obwohl es Spaß macht, muss ich sagen. Man ist ein bisschen schockig. Gut, in der zweiten Aufnahmesession jetzt hier mit einem zweiten Versuch ist noch nicht so wirklich viel Spannendes passiert, gebe ich gerne zu. Da unten ist noch ein Boot. Was ist nicht? Es ist keine Yacht, soweit ich das erkennen kann. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal runter, glaube ich, und gucke mir das Ganze ein bisschen genauer an. Weil man weiß ja nie, ob da jetzt nicht doch die Flare Gun, also die Leuchtpistole drin ist. Und die will ich. Glück gehabt. Oh Gott, ich dachte, ich wäre jetzt tot. Meine Güte, das meinte ich jetzt mit dem Fallschaden schon wieder. Der ist aber auch extrem hoch. Hier ist, glaube ich, auch ein ziemlich guter Spot, oder? Und gerade ruckelt es extrem. Warum auch immer. Ich bitte das zu entschuldigen. Okay, ich bleibe einfach ein bisschen stehen jetzt. Ich glaube, mein PC steht gerade. Ich unterbreche kurz hier diese Aufnahme und setze aber genau hier wieder fort.